Wie wird der durchschnittliche Tagesverbrauch berechnet? Fragezeichen. Nun, der wird berechnet in zwei Schritten. Der erste Schritt, man braucht erstmal den Verbrauch je Periode. Und den berechnet man Doppelpunkt, Anfangsbestand plus Zugänge minus Endbestand. Und was da rauskommt, ist der Verbrauch je Periode. Und dann nimmt man diesen Verbrauch je Periode, schreibt den in den Zähler und in den Nenner kommen die Tage, ja, die Anzahl der Tage, um genau zu sein. Und damit hat man den durchschnittlichen Tagesverbrauch, den durchschnittlichen Tagesverbrauch berechnet. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.